Hi Leute und herzlich willkommen zum Tag 21 der Steve Vytender Surrender Challenge. Ja, ihr seht schon, die Motivation ist nicht gerade groß. Ich bin leider seit dem Wochenende Corona positiv und fühle mich auch nicht so gut. Bin wahrscheinlich ein bisschen blass im Gesicht. Kommt nicht nur von diesem ultrahellen Licht. Wobei die Woche an sich war ganz gut und jetzt am Wochenende hat es mich natürlich erwischt. Ja, standardmäßig Halsschmerzen, Fieber, es geht schon ein bisschen besser, aber ich merke doch, ich bin sehr, sehr schwach. Deswegen wird es auch nur eine ganz kurze Session. Ich erkläre euch, was ich gemacht habe, wie weit ich ungefähr bin, was ich denke. Und lasst uns mal loslegen, erstmal hier oben mit den Cross-Guitar-Sachen. Also beim First Step, also war ich auf 180, bin hoch auf 200. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die ersten Stufen hier werden kein Problem sein. Also jetzt werde ich wahrscheinlich die 100 runtergehen und dann die ganzen Sachen auf 16 machen. Also das heißt nicht klick, 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 sondern klick, klick, klick. Dafür aber trotzdem ja, Double Time spielen. Und ich denke mal bis, so 150, denke ich, wird das noch locker gehen. Also nicht so extrem schwierig, aber es wird schon. Danach wird es anziehen. Also danach geht es wirklich darum, ich denke mal bei 150, das perfekte Plektrum. Also hier zum Beispiel, das hier ist die Spitze schon fast abgeranzt. Das heißt, das kann man nicht mehr verwenden, weil man dann rutscht. Dann geht es in diese Gefilde, wo man wirklich sagt, es muss alles perfekt sein. Dann gucken wir mal den Duckwalk 2 an. Der war bei 200, also so viel ist hier nicht passiert. Der ist 110 hoch. Auch hier, den kriege ich noch viel schneller hin. Werde ich mal in den nächsten 2 Wochen machen. Ich wollte in der nächsten Woche schon anfangen mit den Sweepy-Sachen. Also die Sachen werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich diese Woche kaum was machen kann. Ich bin wirklich mega schwach. Deswegen wird das echt schwierig. Also es ist schon wirklich anstrengend, hier überhaupt die Gitarre zu halten. Dann der Duckwalk Step. Der muss sagen, geht auch auf 180. Ich dachte, der würde schwieriger werden. Aber wenn man einmal, das habe ich ja schon mal erzählt, wenn man einmal das Konzept hat, dann geht das. Man muss sich zwar wirklich konzentrieren, aber es geht. Und Duckwalk Reverse auf 200, ja, geht auch ohne Probleme. Ansonsten, was ich mache, tatsächlich gibt Leute, die sagen, na, man sollte es nicht machen, man sollte sich konzentrieren. Andere sagen, nee, ich gucke mir meistens irgendwas da dazwischen an. Also wirklich, wenn ich hier die ganze Zeit den Klick habe, ja, dann gucke ich mir irgendwie eine Fernsehserie oder sowas an, weil das ist wirklich nur motorisch. Und ich finde das auch ein bisschen leichter, wenn man irgendwas hat, was, ich sag mal, nicht ablenkt, sondern dass man noch nebenbei machen kann, weil das halt wirklich sehr langweilig ist die ganze Zeit, das hier. Also versucht es mal wirklich, dass ihr euch irgendwie eine Serie reinhaut oder irgendwie Netflix und einfach das macht. Und irgendwann, wenn ihr so nach, ein, zwei Wochen das die ganze Zeit macht, werdet ihr merken, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Es läuft einfach wie von selbst. Ja? Man guckt irgendwas und merkt, weil die Finger sich einfach wirklich sehr von selbst bewegen. Okay, genau, das heißt praktisch in 2 Wochen wahrscheinlich gehe ich dann drüber auf die Sweepies, werde aber hier noch weitermachen. Das heißt praktisch, dann werde ich 2 Sessions von Cross-Guitar machen. Jetzt muss ich mich ein bisschen nach vorne ballern, weil sonst wird das natürlich echt schwierig, das durchzuziehen. Beim Song selbst, oder machen wir es anders, ich mache ja noch immer das Warm-up, ja, standardmäßig mit Petrucci Cross, dann hier Heuschrecke, dann Schwarze Witwe, dann hier mein Liebling. Also die bleiben immer wie immer und die Songs, die ich danach spiele, praktisch als Cooldown. Was habe ich jetzt letztens gemacht? Ich habe noch immer Rebel Yell von Billy Idol. Der macht echt Sinn, weil da merke ich richtig krass, es macht echt Spaß, da diese ganzen Sachen zu spielen. Dann habe ich in letzter Zeit wieder Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Auch ganz cool. Muss ich natürlich mit einer anderen Gitarre, weil der auf Drop D ist. Und der letzte war Wicked Game von Him. Den mache ich auch mittlerweile oder im Moment ziemlich viel mit meinen ganzen Schülern. Also wer mein Schüler ist, der kennt das ja, dass ich praktisch, wenn ich einen Song habe für mich gefunden, dann müssen den alle machen. Und bei dem ist cool, es gibt die Him-Version für die metaligen Leute und es gibt die softe Version von Chris Isaak. Und ich dachte immer, dass die Him-Version viel schneller ist. Und das stimmt gar nicht. Ich glaube, es waren 7 Beats per Minute, die das trennt. Also das eine ist, glaube ich, auf, ich will nicht lügen, 120 ungefähr. Ich glaube, das war sogar 120. Und die Chris Isaak ist auf 113. Aber dadurch, dass das alles so Halftime gespielt ist, wirkt es unfassbar langsam. Und die Palm Mutes bei Him wirken halt straight nach vorne.
Dann ansonsten noch, Anton hat mich ja gefragt, wie es aussieht mit dem kleinen Finger, weil er den nicht so richtig hochkriegt. Und ich glaube, es sind viele, die immer das Problem haben mit dem kleinen Finger. Ich glaube, ich würde dafür viele Legato-Übungen machen. Also ich habe praktisch den kleinen Finger habe ich gebändigt mit Legato-Übungen. Das bedeutet, es ist eigentlich egal, wo man es macht. Man kann drei Noten pro Seite, man kann in der Skala sein, aber auch ohne die Skala spielen. Ist vollkommen egal, dass man praktisch wirklich diese ganz vielen Pattern. Ja, dass man sowas übt, oder? Ja, das habe ich früher mal ganz viel gemacht. Ja, und so weiter. Dann habe ich es später mit Tapping verbunden. Ja, jetzt muss ich mal bei dir. Ja, also so praktisch, weil das Wichtigste an den ganzen Händen für das Gitarrespielen ist die Lockerheit. Umso lockerer man ist, umso schneller ist man. Ist ja vollkommen logisch. Wenn ich mich hier verkrampfe, dann brauche ich erstmal ganz viel Zeit, gefühlt, damit ich hier hochkomme. Und wenn ich es ganz locker mache, ja, so, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich, dann bin ich sehr schnell. Das ist genauso bei Akkorden. Wenn ich hier raufdrücke wie so ein Verrückter, muss ich erstmal die Hand entspannen. Oder den nächsten Akkord, wenn ich es ganz locker habe. Ja, also merkt man, wenn die Hand sehr, sehr locker ist, dann kann ich hier viel mehr machen. Und Legato ist für mich die perfekte Methode gewesen, um das zu lernen, um wirklich die Hand, diese kraftlose Kraft. Habe ich irgendwo mal gehört und das stimmt, das ist kraftlose Kraft. Das heißt, ich muss den perfekten Zeitpunkt abpassen, dass ich hier raufhaue und dann aber nicht drauf bleibe, sondern ja, sehr, sehr ähnlich mit dem Yavi-Step, den ich auch immer unterrichte, und zwar das hier. Ja, ist ein bisschen schwierig auf einer E-Gitarre. Ja, das bedeutet praktisch, dass ich hier raufhaue und die E-Saite vibriert, weil ich sie peitsche. Ich darf halt nicht zu. Ja, das darf ich nicht machen, weil dann kann sie nicht vibrieren und ich darf auch nicht, naja, nicht treffen, dass ich praktisch, oh, verfehlt. Ja, es muss genau der richtige Druck sein. Und die Technik unterrichte ich eigentlich immer, nicht um das zu spielen, weil die wenigsten werden den Miavi-Slap machen, aber es ist eine sehr geile Technik, um auch Akkorde zu spielen. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die einzeln oder praktisch die einfach reinzunehmen, während ich normal spiele. Also keiner wird wahrscheinlich mit dem Daumen die ganze Zeit hier rumhauen. Ja, vielleicht sowas. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist einfach komplett locker. Auch beim Funk natürlich, diese ganze Lockerheit. So, und praktisch durch diese Lockerheit, auch bei dem Steve Vai-Song ist es natürlich genauso. Ich brauche unfassbare Lockerheit, um überhaupt diese Schnelligkeit hinzukriegen. Wenn man Steve Vai ansieht, seine Hände, das sieht ja aus, wie als würden irgendwie, als würde er einfach nur durchrauschen. Okay, dann ja, bei Steve Vai, bei dem Song bin ich noch ein bisschen weiter gekommen. Ich habe jetzt diesen Part hier, ich weiß gar nicht, wo ich letztens war. Naja, also auf jeden Fall, jetzt ist natürlich meine Konzentration einfach nicht da. Aber es ist noch ein weiter Weg. Also ich bin noch immer in den Parts, die noch relativ locker sind. Ich werde, wenn ich die Woche es hinkriege, werde ich mal diesen Part komplett fertig machen. Und zwar, ich glaube, das Ende war irgendwie. Also irgendwie sowas, da war so ein Part, der so ein bisschen nach vorne geht
Und dann geht's los. Dann kommt die. Ja, irgendwie so. Und dann kommen diese ultraschnellen Läufe eigentlich hintereinander. Genau, also praktisch die Ultraschnellläufe, das ist das eigentlich Schwierige. Das heißt praktisch, diese ganzen Duckwalk-Sachen und so weiter mache ich ja nur, um dafür vorbereitet zu sein. Deswegen mache ich die auch jetzt schon und nicht erst später. Und ja, also ihr seht, noch immer Technik-Koordination beim nächsten Mal oder in den nächsten 2 Wochen dann Sweeping. Fortschritt, ja, wir sind noch beim Beginner. Ich glaube, den Fortschritt werde ich ändern, wenn ich dann praktisch bei diesen schnellen Parts bin. Dann bin ich auf jeden Fall schon die Hälfte des Songs durch. Und die Motivation ist im Moment natürlich krankheitsbedingt nicht so groß. Aber es ist egal. Es muss durchgezogen werden. Bis zum Ende des Jahres muss dieser Song laufen. Also, ich wünsche euch eine mega schöne Woche, eine gesunde Woche. Und ich melde mich nächste Woche wieder. Bis dann.